Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Heute wollen wir euch mal die hessische Kommunalwahl erklären. Das machen wir am besten am Wahlzettel von Frankfurt. Und die hier erklären euch das. Die Stella, der Jan und der Beppi. Also, die Kommunalwahl in Frankfurt für die Stadtverordnetenversammlung im Römer ist was ganz Großes. Und für sowas Großes braucht man einen großen Wahlschein. Und das hier ist er, zumindest von der Größe her. 1,80 lang und 1,20 breit. So groß, dass die Stella sich dahinter verstecken kann. Insgesamt stehen 28 Parteien und Vereinigungen zur Wahl. Das heißt, 28 Listen sind auf dem Betttuch, dem Wahlzettel drauf. Jede Liste führt die Namen ihrer Kandidaten auf. Das können bis zu 93 sein. Können, müssen aber nicht. 93 deswegen, weil so viele Sitze hat das Stadtparlament im Römer. Und jetzt geht's los. Oben rechts an jeder Liste ist ein Kreis. Das ist die sogenannte Kopf- oder Listenstimme. Die kreuzt man an und dann bekommt jeder auf der Liste automatisch ein Kreuz. Bei Liste 3, also der SPD, ist das ganz toll, weil da vielfältige, bunte, also überhaupt 93 tolle Leute sind. Ganz wichtig, das Listenkreuz darf man nur einmal vergeben. Also zum Beispiel bei Liste 3. Es kann aber sein, dass da welche dabei sind, die ich aber auf keinen Fall im Römer sehen will. Nun, in diesem Fall erlaubt es das Wahlrecht, diese zu streichen. Da macht man einfach einen Strich hin. Kann man? Muss man aber nicht. Achtung! Streichen geht aber nur da, wo ihr auch ein Listenkreuz gemacht habt. So, jetzt kommen wir zu den Begriffen kumulieren, panaschieren und das war ein anderer Film. Der war für den Wenemann gedacht. Also, kumulieren heißt, ich kann auf der Liste, die ich oben angekreuzt habe, mehreren Bewerbern meine Kreuze geben. Maximal 3 pro Person. So kann ich meine 93 Stimmen alle auf einer Liste verteilen. Panaschieren heißt, dass ich auch Bewerbern von anderen Listen Kreuze geben kann. Also auch von den Listen, die kein Kopfkreuz bekommen haben. Heißt, wenn ihr nicht mit der SPD konform seid, freuen sich die Stella, der Jan und der Beppi aber sehr, wenn ihr ihnen je 3 Kreuze gebt. Das müsst ihr nicht. Solltet ihr aber. Aber aufpassen. Insgesamt nur 93 Kreuze. So, das war's dann für heute. Bis zum nächsten Mal.